Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde des gepflegten Motorsports und ein herzliches Servus aus Nürnberg. Ich melde mich mal wieder zurück aus meinem M3 und glaubt mir, nicht nur ihr seht heute rot, Innenausstattung, mein T-Shirt, ja, sogar meine Bauchtasche ist rot. Nein, auch ich sehe rot. Ja. Rot vor Wut, denn ich bin gerade auf dem Weg nach Neuendettelsau zu Aulitzki Tuning. Ja. Ich habe ein ernstes Wörtchen mit den Jungs vor Ort zu sprechen, insbesondere mit dem Klaus. Also Klausi, ziehe dich schon mal warm an. Und ja, was habt ihr zu tun? Setzt euch bequem hin, schnappt euch eine Packung Popcorn, eine kühle Coke oder eine Fanta oder ein Wasser oder ein Bierchen und genießt das Video, denn es wird heute einiges passieren. Es wird laut werden. Ich habe nämlich wirklich die Schnauze voll langsam von diesem Auto, von diesem ganzen Heckmeck. Man hört fast nichts, wenn man fährt. Ja, das muss ich mal anhören. Ja, das ist ja, da kommt einfach nichts. Ja, und deswegen, dem Ganzen setzen wir heute ein Ende. Von dem her, lehnt euch zurück, wenn euch das Video gefällt. Scheut euch nicht davor, ein Abo zu hinterlassen. Ich würde mich natürlich auch über ein positives Feedback in den Kommentaren und vielleicht den ein oder anderen Daumen freuen. Und dann gibt es natürlich noch wesentlich mehr Videos für euch zu sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Von dem her sage ich jetzt einfach mal viel Spaß. Klaus? Ich müsste mal ein ernstes Wörtchen mit dir sprechen. Was? noch lachst du. Komm mal her, mein Freund. Ich habe gehört, bei euch gibt es mittlerweile richtig, richtig geile Abgasanlagen. Ja, auf jeden Fall. Made in Germany, namens Aulitzki Exhaust. So schaut's aus. Ja? Und ich habe vorhin schon im Video angekündigt, mich kotzt das an, der Klang. Ich brauche mal ein bisschen eine Lautstärke. Das, ne? Wird jetzt auf jeden Fall besser. Ja. Und vor allen Dingen, das Beste ist, mit TÜV. Ist sogar mit TÜV. Ne? Ja. Also mega geil. Bleibt dran. Es gibt jetzt gleich für euch zu sehen, ja, den Vorher-Nachher-Vergleich. Wir begleiten auch ein bisschen zu. Jetzt habe ich schon gedacht, mir fällt das Ding auf den Kopf. Da machen wir natürlich auch so ein bisschen während den Arbeiten. Gucken wir mal über die Schulter, genau, wie das Ganze so läuft. Ich habe da zwei linke Hände. Ja. Und ich würde auch gerne die Anlagen mal so nebeneinander legen. Ja, das machen wir noch. Dass man mal wirklich sieht, wie man auch mal kurz zeigt, was ist so unser Vorteil, was wir jetzt quasi da machen oder was ist die Besonderheit, was wir jetzt haben, was vielleicht andere Mitbewerber nicht haben. Aber ich habe gesagt, wir starten einfach mal und zerlegen mal das Teil. Geil, ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. So Leute, jetzt gibt es ein kleines Special für euch, nämlich ein Unboxing-Video. Ja, kennt man ja von anderen Kameras zum Beispiel. Ne? Nämlich die Aulitzki Exhaust Abgasanlage für meinen M3. Hier ist sie und ja, es gibt ein bisschen was zu zeigen, nicht nur die Abgasanlage, die wird auch gleich vom Klaus noch genauer erklärt werden, also wirklich im Detail. Wir werden die dann auch mal neben die Originale legen, um zu zeigen, was wirklich die, ja, ich sag mal, signifikanten Unterschiede sind. Und jetzt packen wir hier mal ein bisschen weiter aus. Also hier haben wir natürlich das ist so Hauptbestandteil, ja, das ist eine komplette Anlage ab Cut, ja, richtig. Und wir haben hier die Endrohrblenden, die sind 89 mm. Wir haben jetzt gerade gerätselt, der Marc und ich, wie der Durchmesser der Originalen ist. Wir sind nicht ganz drauf gekommen, aber Klaus meinte irgendwas mit 79, sowas um den Dreh. Und dass ihr euch das mal anschauen könnt, ja, hier Aulitzki und der Durchmesser. Ne? Natürlich logischerweise vier Stück in Schwarz. Das war ganz wichtig, klar, Frozen Black, und ich habe auch aktuell schwarze Endrohrblenden. Das ist wirklich passend und perfekt. Dann haben wir hier noch dabei die Auspuffklappensteuerung. Ja. Das wird der Klaus euch auch gleich noch erklären. Made in Germany. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier quasi, warte mal, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig, oder? Ne, das zeigen wir euch gleich. Wir haben hier unten auch wirklich ein gebrandetes Logo drinnen. Von Aulitzki Exhaust. Sehr, sehr geile Geschichte. Dass man auch wirklich, wenn man sich drunter legen sollte, wirklich gleich sieht, wo die Abgasanlage herkommt. Ich würde sagen, wir switchen jetzt mal in die Werkstatt und gucken, wie sich das Ding danach anhört. Aber zeigen euch erstmal ein bisschen Eindrücke vom Umbau, wie die Jungs das hinbekommen. Viel Spaß! Wenn
wird es eigentlich ein gesetzlicher Feiertag, weil du jetzt mal schreibst? Oder? Ja. But I'm begging you, Sarah, in my eyes for you. Yeah, I give my life. Hat sich doch gelohnt, dass ich heute Vormittag noch schnell ins Fitnessstudio gerannt bin. Ja. Ich wusste, es wird sich auszahlen. Aber eigentlich kannst du auch sparen, wenn du jeden Tag mit einer Abgasanlage erfahrst. Ja, genau. So, Freunde der gepflegten Klangkulisse, hier stehen wir nur, ja, sag mal, unter dem M3. Es hält auch hoffentlich alles, ja. Ist auf, ja, alles ja, safe. Okay, nicht, dass der einer versehentlich runterlässt. Nee, alles, genau. Alles safe. Und der Klaus hat schon die alte, also die Serienabgasanlage abgebaut. Hier seht ihr sie liegen. Ja, man erkennt auch gleich natürlich, was hier alt und was neu ist. Und hier liegt die neue Anlage bereit. Klaus, wir haben gerade draußen ein kleines Unboxing gemacht. Allerdings bin ich der absolute Laie, ja, ja, im Thema Technik. Erklär doch mal bitte kurz, was jetzt hier, ich sag mal, die konkreten Unterschiede sind und warum das eben jetzt schon in meinen Augen, also allein wenn ich mir das anschaue, warum die geilste Anlage in ganz Deutschland ist. Ja gut, ganz Deutschland. Weltweit. Es gibt ja noch andere Mitbewerber, darf man auch nicht vergessen. Ja, also, ja. Es gibt ja auch andere Mitbewerber, die auch gute Sachen machen. Klar. Der eine mag halt den Klang. Ja. Ich denke, der Unterschied, warum wir uns ein bisschen abheben von der ganzen Geschichte, ist halt einfach, wir haben einen Mittelschalldämpfer mit Zulassung. Mhm. Das hat dato bis heute habe ich noch keinen eigentlich großartig gesehen beim M4, der einen Mittelschalldämpfer mit Zulassung hat. Mhm. Dann haben wir da quasi die Klappen links und rechts. Die sind speziell mit Keramiklagerung innen drin, dass es halt nicht so arg klappern kann, wie halt jetzt bei manchen anderen Herstellern. Man hört ja mal ganz oft, dass die Klappen relativ laut sind oder halt laut Geräusche machen. Wir können halt dadurch geschlossener fahren, einfach, dass halt weniger durchlässt bei geschlossener Klappe und bei Klappe auf und zu, dass wir halt weniger Geräusch, also das Geräuscharmer einfach, kann man sagen. Somit haben wir da halt nochmal einen Vorteil einfach. Wir haben Made in Germany, also wir lassen alles hier in der Nähe von München produzieren komplett. Da wird alles entwickelt und produziert. Also wir bringen die Autos runter, dann sprechen wir mit denen das ab, wie wir das haben wollen. Dann werden verschiedene Sachen angefertigt und wir hören es uns einfach an, gefällt uns der Klang besser, der Klang besser. Beim S55 haben wir halt geguckt, dass wir halt einfach viel dumpfer kommen. Weil ich finde, der Motor ist ja an sich schon relativ hell und so blechern, muss man sagen. Und dadurch haben wir halt geschaut einfach, dass wir da dumpfer kommen. Okay. Und ich denke, ja, wir hören es dann später selber, wobei es im Video nicht so rüberkommt. Also ich habe es auch, so. Auch bei dem letzten, in dem anderen Video versucht, irgendwas mal das rüberkriegen. Aber man hört das in dem Video einfach nicht, wie dumpf der eigentlich, wie kannig, wie bassig der eigentlich ist, ohne dass er anfängt zu dröhnen. Fast schon wie der M3 E92. Ja. Ist zwar kein V8, aber der Klang, ja, also ein bisschen bassiger. Ja, wir müssen uns halt das V8 nur vorstellen. Genau, ja. Da machen wir dann zusätzlich noch einen Soundgenerator rein. Ja. Dann könnte es vielleicht klappen, ja. Aber ich denke, das ist so im Großen und Ganzen halt der Vorteil, den wir halt einfach haben. Okay. Ich denke, andere werden bestimmt nachziehen demnächst, weil das die Mittelschalldämpfer-Thematik finde ich schon geil eigentlich, dass man halt einfach nicht nur einen Endschalldämpfer mit Zulassung hat, wie es die anderen haben, sondern mit dem Mittelschalldämpfer ist halt schon cool. Das macht es halt einfach noch vom Ton her auch ein bisschen anders. Mega, da als mega, ja. Der Originale ist ja auch da, aber es klingt einfach anders da. Und ja, ein bisschen Gewichtsersparnis haben wir halt noch gegenüber dem Serienteil. Das ist aber nicht so brutal, also da redet man jetzt nicht von 50 Kilo oder so. Aber es gibt ja Leute, die schauen da auf jedes Gramm. Das ist ja so, ne? Die haben meistens oft so selber, ne? Ich ja auch, nehme mich da nicht raus, selber so eine Wampe und da könnte man noch 100 Gramm sparen und so. Ne? Ja. Also von dem her, glaube ich, ganz geil. Okay. Ja, wobei, wenn jetzt halt jemand wirklich aufs Gewicht schaut, muss man sagen, da gibt es dann halt wirklich halt Titananlagen, die halt dann wirklich leichter sind wie unsere. Es ist dann halt einfach so. Bei uns war halt echt Augenmerk auf den Klang, einfach so unser eigenes Produkt halt aufzubauen, so wie ich das halt cool finde. Oder auch die Jungs halt, die haben es ja mit mehreren Leuten zusammen angehört. Genau, und deswegen haben wir das halt so gemacht. Okay. Also die Anlage wird definitiv auch lauter ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Klar, das wird man hören. Wie ist das dann mit, also die Anlage hat ja TÜV. Ja? Genau. Und eine ABE dabei. Genau. Ja? Wie läuft das dann ab? Also sprich, Fahrzeugschein stehen ja jetzt drin. Keine Ahnung, was steht da aktuell drin? Ich habe noch nie reingeschaut. Boah, ist eine gute Frage. Ja, also man muss ja prinzipiell, mittlerweile ist es ja wirklich verdammt schwierig, da mit den ganzen Gesetzessachen so konform zu bleiben, dass das halt einfach nicht zu laut wird. Ja. Das ist halt einfach das Problem. Die Anlage läuft wirklich von der Lautstärke am Limit. Also wir haben da lange mit dem TÜV-Prüfer... Am Limit ist immer geil. mit dem TÜV-Prüfer, am legalen Limit muss man halt sagen. Ja, ja. Wir haben da echt, glaube ich, dreimal nachbessern müssen, weil wir dreimal zu laut waren. Und haben es dann wirklich so hingedeichselt, dass wir einfach in dem Toleranzbereich da am Maximum sind vom Sound her. Also mehr kann man legal einfach nicht rausholen. Okay.
Und es ist halt so, dass dazu halt eine Steuerung, ein Steuerungsmodul gehört, die in den Bereichen einfach auch noch die Klappen auf und zu fährt, nach der Genehmigung halt einfach, weil wir sonst einfach zu laut gewesen wären. Deswegen gibt es da ein Zusatzmodul. Das ist halt bei dir ja schon verbaut. Mhm. Das war ja vom Vorbesitzer schon drin. Genau. Deswegen können wir uns das heute sparen im Video. Okay. Also ihr werdet jetzt nicht sehen, wie wir heute die Zusatzsteuerung verbauen, weil die schon verbaut ist. Mhm. Ja, und that's all eigentlich, hätte ich mal gesagt. Cool, sehr geil. Und weil ihr schon dran seid, wir bauen heute auch noch ein bisschen was anderes um. Zum einen das Lenkrad, kommt ein Alcantara-Lenkrad rein und Stage 1 kommt auch drauf. Ja? Also da nur, dass ihr Bescheid wisst, abonnieren, dranbleiben und definitiv auch mal hier beim lieben Klaus bzw. bei der Aulitzki Tuning und Aulitzki Exhaust-Familie auf Instagram vorbeischauen. Ich packe unsere Kanäle alle mal in die Infobox. Würde mich mega freuen auf jeden Fall. Vielen Dank an der Stelle und ich würde sagen, jetzt machen wir uns mal an den Einbau, ne? Also ich schaue zu und gucke, bis es fertig ist und dann machen wir mal eben den Vorher-Nachher-Soundcheck und das wird, glaube ich, richtig geil. Passt, ich freue mich. Ja, ich auch. I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares are me at 40, life's a wreck. See my dad, he in debt, and my mom, she upset. That's what back in 4 I was the address. Though I love the fam to death, way back then it was a mess. We was living check to check. Now my starts are getting pressed. Your girl see me, she impressed. And my fans are quite obsessed. I owe them everything, I'm blessed. Made a living making art and aiming closely at they neck. If you think I'm not a threat, I'm like incorrect. Yeah, she come up with her own block list. I got that options. Take a support and get dropped quick. They be my stock pick. I guess I'm back in the cockpit. Turn a whole crowd to a mosh pit. I make it hit like a drop kick. Cause I got the key like a locksmith. If I'm playing chess, I see the king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares are me and 40, life's a wreck. They wanna know my secret, it's because I never slept. So, der Auspuff ist verbaut. Wir holen jetzt mal den Flo rein und schauen mal, was er dazu sagt. Fuck with these rat guys, dropping on and she bad times. Taking a bad bar ass, I think she in love with my cat size. Put it all like bad vibes, can give me no cash. Don't get a hobby, counting these racks in my pastime. Oh yeah. Oh yeah. Definitiv bassiger an, tiefer, richtig geil. Ja. Oh. Oh ja, Baby, das ist genau das. Definitiv. Oder ruft mich an. Wir können auch anrufen, aber der Klaus hat eh schon so viel zu tun. Ja, mein Gott. Nee, auf jeden Fall melden, definitiv. Gut. Geil. Dann drehen wir eine Runde? Ja, machen wir. Ja. Auf geht's.
auffällt, untertourig, der babbelt schon richtig vor sich hin, der sprotzelt so schön raus, ja, hier rechts. Ja, genau, das war vorher mit der Serienabgasanlage, da musstest du erstmal höhertourig fahren, so ab 2.500-3.000 Umdrehungen. Und wenn du dann vom Gas bist, dann hat er das ja diese Schubabschaltung, ne? Ja, dann hat er dann schön geschossen, aber jetzt hier schon auch untertourig, sehr geil. Ja, man muss halt immer sagen, wenn man jetzt noch Downpipes dazu machen würde, ja, ist halt immer noch mal eine andere Geschichte. Ne? Also definitiv. Wir haben, ja, wir haben ja das Ganze auch noch mit Downpipes im Programm, dass man dann sagt, das was jetzt noch vor Cuts und nach Cuts waren komplett, das noch mit einer Downpipe mit 200 Zelle. Okay. Also gibt es auch komplett mit TÜV die ganze Anlage ab Turbo quasi. Dann ist halt schon nochmal, ja, das war nochmal eine andere Nummer auf jeden Fall. Geil, aber dass ihr sowas überhaupt hinbekommt, finde ich mega. Weil alles, man denkt ja immer so, alles mit TÜV ist nicht wirklich gut klingend oder lauter. Ja. Aber in dem Fall, ich habe es vorhin nämlich mal mir bei dem Blauen angehört. Ja. Ach stimmt, der ist ja mit Downpipes gemacht. Gleiche Anlage wie jetzt drunter plus Downpipe. Genau. Und es ist wirklich nochmal gefühlt doppelt so laut. Ne? Also auf jeden Fall schon nochmal, ja, also eine Ecke krasser. Es ist schon nochmal auf jeden Fall eine andere Geschichte einfach, die da nochmal. Ja, ja. Kann halt immer nicht komplett eskalieren, ne? So wie früher, weißt du noch, komplett. Ja, genau. Früher war ja prinzipiell alles ohne Kappe. Das stimmt, ja, ja. Da sage ich nur M3, E92 Zeiten, das war schon geil. Ja, das aber kann man sich jetzt halt mittlerweile nicht mehr erlauben. Das ist wirklich, ne, die sind da schon rigoros und schauen nach sowas. Ja. Aber immer so, das muss man in Natura hören, aber ich hoffe, dass es einigermaßen gut rüberkommt. Man hört es definitiv, dass es auch wirklich lauter geworden ist. Also nicht nur, ich sag mal, die Klangart, die tiefer, bassiger geworden ist, sondern auch wirklich lauter, definitiv. Ich habe jetzt übrigens gerade mal die Klappen geschlossen und wir sind jetzt im siebten Gang untertourig, wo man denkt, oh, da könnte es wegen dröhnen oder laut sein, aber überhaupt nicht. Ne? Also ist wirklich angenehm vergleichsweise. Und Klappen geschlossen. Es war mir auch wichtig, dass man wirklich halt auch kein Dröhnen hat im Innenraum. Ja. Weil es gibt ja echt viele Anlagen, die echt laut sind, also echt krass laut und auch TÜV haben. Aber da hast du immer so ein Dröhnen im Innenraum und es geht mit der Zeit auf den Sack. Also mir zumindest, es gibt Leute, denen gefällt sowas. Ja, gibt's auch. Aber die meisten Kunden bei uns haben einfach gesagt, nee, die wollen kein Gedröhne, die wollen, dass es vernünftigen Sound gibt, halt schönen, passigen Sound und alles. Und ihr habt aber auch, glaube ich, eine Anlage ohne TÜV im Programm. Ist das richtig? Genau, ja, es gibt, eigentlich haben wir alles halt, ne? Ich sag mal, die ohne TÜV-Anlage verkaufen wir echt relativ selten. Bin ich auch ganz froh, weil jeder Kunde, der irgendwie das Geld in die Hand nimmt und sich Downpipes mit Zulassung kauft und alles Mögliche, da müssen wir rechts fahren. Bin ich echt froh drum, weil wir schauen halt wirklich einfach dahin, die Leute zu beraten, dass wir wirklich alles mit TÜV machen, weil umso weniger Kopfschmerzen habe auch ich und auch der Kunde. Viele denken sich, ich spare mir da jetzt irgendwie 1.000 oder 2.000 Euro. Ja. Aber im Nachgang kostet das halt so viel Geld dann wieder, wenn die Polizei dich auffällt, Auto wird stillgelegt und alles so komplett halt. Da hat man, da zahlt man auch wieder drauf. Ja, und dann kann man es gleich einmal investieren, man hat seine Ruhe, man fährt über die Jahre einfach entspannt. Genau. Können wir rechts fahren und da ist dann schon Tankstelle. Ach ja, super. Ja. Und dann muss man auch sagen, die Sachen mit TÜV-Zulassung, das ist ja dann am Endeffekt auch das, was so den Preis eigentlich hält. Also es ist aus der Erfahrung raus, alles was Zulassung hat mittlerweile, kriegt man wirklich auch wieder ein gutes Geld nach 2-3 Jahren, wenn man es verkaufen sollte. Okay. Deswegen geht es eigentlich schon dahin, wo TÜV ist, Gott sei Dank. Finde ich cool. So, einmal Super E10. Na. Oder Diesel, Viel Power. Okay. Also Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, der kurze Talk hat euch jetzt auch noch ein bisschen Spaß bereitet und ihr seid mit allen Infos versorgt. Wie schon gesagt, wenn ihr Infos haben wollt, dürft ihr den Klaus gerne anschreiben über Instagram, direkt über die per E-Mail, ne? Über die Homepage. Gibt es so ein Anfrageformular, glaube ich. Ne? Ja. Genau, oder ruft oder einfach mal durch. Oder im Onlineshop nachschauen. Im Onlineshop ist auch relativ viel schon drin. Aber wer Fragen hat, alles verlinkt schon. Ja, wer Fragen hat, einfach anrufen, E-Mail schreiben, sich beraten lassen. Ist überhaupt kein Thema. Vorbeikommen, vielleicht was anhören, wenn wir was da haben. Also ist überhaupt kein Stress. Genau. Also, Leute, macht's gut. Bis bald und ciao. Ciao.